wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Video. Heute nehmen wir euch mal ein bisschen über unseren Tag mit, denn wir fahren morgen in den Urlaub und da können wir die Kaninchen natürlich nicht alleine lassen. Deshalb müssen wir noch ein paar Vorbereitungen treffen und da werden wir euch ein bisschen mitnehmen. Aber bevor es mit dem Video losgeht, gehen noch ganz liebe Grüße an Bunny Bunster raus. Also ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ja, als wir dann aufgestanden sind, haben wir erstmal uns fertig gemacht, unser Bett gemacht und danach was gefrühstückt. Heute gab es Müsli. Nachdem wir dann was gegessen haben, haben wir dann noch den Kaninchen ein bisschen Gemüse geschnippelt. Denn wir hatten noch ein bisschen was übrig und das haben wir dann bekommen. Nachdem wir das Gemüse zubereitet haben, haben wir uns noch eine To-Do-Liste geschrieben, damit wir auch nichts vergessen, was wir heute vorhaben. Als wir bei den Kaninchen waren, haben wir sie dann erstmal in ihren Auslauf gelassen und Molly hat schon wieder ganz fleißig an dem Loch weitergebuddelt. Aber ja, wir wollten dann als erstes den Stall einmal grundreinigen, denn wenn wir im Urlaub sind, passen unsere Großeltern auf die Kaninchen auf. Und damit sie dann nicht so viel Arbeit haben, machen wir jetzt den Stall einmal ganz gründlich sauber, sodass sie dann nicht mehr so viel Arbeit haben. Und ja, dann seht ihr auch gleich, wie der Stall dann aussah, als wir ihn schon sauber gemacht haben. So, hier könnt ihr jetzt den sauberen Stall sehen. Nicht nur der Stall muss aufgeräumt werden, sondern auch all die Sachen, die wir dafür benutzt haben und unsere Kaninchenecke. Also es ist ein Gartenhäuschen, aber zu 70% sind da Kaninchensachen drin. Das Ganze haben wir dann auch noch aufgeräumt. Da ja unsere Großeltern auf die Kaninchen aufpassen, während wir im Urlaub sind, haben wir ihnen noch einen Infozettel geschrieben, wo nochmal alle wichtigen Infos draufstehen, die sie brauchen. Also was die Kaninchen zu fressen bekommen, wann sie das Wasser wechseln sollen, ob sie großartig sauber machen müssen. Also wir haben einfach alles, was wichtig ist, auf diesen Zettel geschrieben. Eigentlich wäre es nicht nötig gewesen, denn meine Großeltern wohnen nebenan und sind sehr oft auch bei den Kaninchen und schauen halt, wie ich das mache, aber doppelt gemoppelt hält besser. Am Abend haben wir dann noch Wiese gepflückt. Haben wir gleich die Futterstelle sauber gemacht und sie gefüttert. Da wir noch Gemüse von den Kaninchen übrig haben, haben wir es dann noch zu meinen Großeltern gebracht, damit es nicht schlecht wird, wenn wir weg sind. Und den restlichen Abend habe ich dann noch damit verbracht, Koffer zu packen, denn ich bin leider eine, die immer auf den letzten Drücker packt. Wer ist noch so einer? So ihr Lieben, wir hoffen, dieser kleine Vlog hat euch gefallen. Schreibt uns gerne euer Feedback in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würden wir uns auch sehr über ein kostenloses Abo, einen Daumen nach oben und einen lieben Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi!